Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria. Beim letzten Mal sind wir hier an Pangshof stehen geblieben, als wir hier mit Zhao liest man ihn. Die beiden hier hinten haben nämlich vorhin geredet. Ich habe das nebenbei mal gehört, nachdem ich die letzte Folge beendet habe. Der hier sagt tatsächlich, schau mal dort drüben, schau, bla bla bla. Also den Kerl hier liest man Zhao, also nicht Xiao, sondern Zhao. Ich habe das wohl falsch in Erinnerung gehabt von dem Kommentar unter dem Video. Danke dafür auf jeden Fall nochmal. Ja, Sinan lernt Chinesisch, Japanisch. Ich habe keinen blassen Schimmer. Er hier hatte noch vier Quests für uns. Er hat ja seine Schüler in alle vier Himmelsrichtungen geschickt und ich denke, wir werden denen wohl helfen müssen. Ken. Berichtet mir von eurem Reis. Ah so, Ken, der Hosen. Ich selbst bin beeindruckt, dass er in seiner Ausbildung so weit gekommen ist. Er hatte ein Hirn zwischen den Ohren, was mehr ist, als man über die meisten seines Volkes sagen kann. Er sagte, er wolle Richtung Osten. Und da wir bereits weit im Osten des Tals sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass er... Nein, er soll uns mal angreifen. Alter, kann ich mir nicht vorstellen, dass er allzu weit von hier entfernt sein kann. Sucht nach ihm bei Sus Wacht in der Krasarang-Wildnis den Weg runter in Richtung Süden. Seht nach, was er gefunden hat. Alles klar? Dann greifen wir den hier erstmal an. Wo kommt der denn her? Ist der hier vom Dach runtergefallen? Also das ist wirklich ein Unruhestifter. Der lässt uns hier nicht mal die Quest annehmen. Wahnsinn. So, der schlaue Ashio. Ich weiß nicht, wo der schlaue Ashio den Titel schlau her hat. Alle Jin-Yu sind nämlich schlau und ich würde nicht behaupten, dass er klüger als die meisten anderen ist. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Zumindest ist er ein fähiger Kämpfer. Im Tian-Kloster war er gut genug, um für unsere Trainingsmission ausgewählt zu werden. Wenn ihr ihm bei der Suche nach dem verborgenen Meister helfen wollt, findet ihr ihn an der nördlichen Grenze des Tals. Okay, also das stimmt scheinbar tatsächlich, dass hier Tal der Vier Winde und Krasarang-Wildnis so ein bisschen verflochten sind ineinander. Das freut mich, das freut mich. Ist auf jeden Fall auch was Neues, finde ich schön. Kang Dornstab. Kangs Stolz wird regelmäßig zu Vermessenheit, was ihn oft auf gefährliche Pfade führt. Sein momentaner Pfad ist eben solch ein gefährlicher. Er führt tief in die Krasarang-Wildnis. Ich würde normalerweise eine Fremde nicht um einen Gefallen bitten, aber würdet ihr euch vergewissern, dass es ihm gut geht? Es wäre eine Erleichterung für mich zu wissen, dass ein mutiger Gnom nach ihm sieht. Ja, das machen wir gerne, mein Lieber. Und Lin Zartpfote. Lin hat mehr Talent, als sie selbst glaubt. Sie hat eine starke Faust, aber einen schwachen Geist. Mit etwas mehr Selbstvertrauen könnte sie besser sein als wir alle. Vielleicht gewinnt sie bei ihrer Reise in den Westen an Selbstsicherheit. Wahrscheinlich ist sie gerade jetzt unterwegs nach Steinflug. Haltet sie auf und redet mit ihr, wenn ihr in jenem Teil des Tals seid. Mögen euch die Nebel. Ja, die schüchternste und ängstlichste von allen hat wohl wirklich den längsten Weg bekommen. Genau, Lin Zartpfote. Also das passt wie die Faust aufs Auge. Wahnsinn. Gut, was machen wir zuerst? Oh, wir haben hier hinten noch eine Quest, oder? Jetzt sehe ich hier vor lauter Anzeigen auf dem Bildschirm eigentlich die Quests gar nicht. Schauen wir mal, dass wir hier durchlaufen. Dann würde ich... da komme ich nicht vorbei. Dann greifen wir mal ihn an. Das hier würde ich nämlich gerne mitnehmen. Ah ja, das ist nur eine Teepflanze. Okay. Ich dachte, das ist dieses neue Kraut, was wir gefunden haben. Seidenkraut. Geh weg! Nein, wir bleiben hier, mein Lieber. Du gehst weg und zwar ins Jenseits. Wunderbar. Nehmen wir mal hier die Teepflanze mit. Mal gucken, ob wir hier noch einen 20er-Stack voll bekommen. Wäre auf jeden Fall ganz cool. So, hier hinten haben wir tatsächlich Seidenkraut. Also ich denke, dass wir hier in den Tal der Vier Winde in beiden Berufen die 600 erreichen werden. Freue ich mich schon drauf. Mal gucken, was wir hier hinten haben. Da haben wir auch nochmal Seidenkraut. Wahnsinn. Und auf der anderen Seite haben wir auch nochmal Seidenkraut. Wenn ich es denn jetzt finde. Da hinten ist es. Nehmen wir das auch mal mit. Dann geben wir hier mal die Quest ab. Ang Donnerfuß. Ihn greifen wir mal nicht an. So, schauen wir mal. Hallo. Was? Wer seid? Mein Vater hat euch geschickt? Pah, er kann ja manchmal so neugierig sein. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Okay, alles unter Kontrolle, aber geklautes Gemüse. Das passt ja sehr gut zusammen, mein Lieber. Geklautes Gemüse. Gut, ich gebe es zu. Nein, ich habe hier nicht alles unter Kontrolle. Ich musste mich den ganzen Morgen mit Shetling herumschlagen. Ich konnte sie zwar von meinem Anwesen vertreiben, aber sie haben etwas von meiner Ernte mitgenommen. Sie haben die Sachen zum Fluss runter Richtung Süden gebracht. Ich habe keine Ahnung, was sie damit tun, wahrscheinlich jedoch nicht essen. Wenn mein Vater jetzt seine Lieferung will, brauche ich Hilfe, um meine gestohlene Ernte zurückzuholen. Könnt ihr mir dabei helfen? Natürlich, wir bekommen dafür
wie es war nicht anders zu erwarten, Tankhandschuhe. Sieht auf jeden Fall nice aus, nimmt uns parieren, gibt uns dafür aber ordentlich Meisterschaft und natürlich die anderen Tank-Skills allesamt mit dazu. Jo, da hinten haben wir noch eine Quest. Ah ja, das war unsere liebe Anna. Grüße. Ich bin heute Morgen, miese Murmler, ich bin heute Morgen losgegangen, um meinem... Oh Gottchen, seid ihr nervig. Also mit den Viechern hier werden wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen rumärgern, glaube ich. Weil das sind wirklich extreme Unruhestifter. Die sind hier nur am Stören. Berichtet mir von euren Reisen. Ich bin heute Morgen losgegangen, um meinem Vater beim Kampf gegen die Schädlinge zuzusehen. Und als ich zurückkam, war der Hof voller Murmeltiere. Ich will sie gar nicht töten, aber wir müssen sie trotzdem loswerden. Hey, ich habe eine Idee. Wir könnten noch ihre Baue verschließen. Stopft etwas Dreck in die Löcher, damit sie nicht mehr auf dem Gelände unseres Hofes rauskommen. Alles klar? Wir bekommen dafür ein plumpes Murmeltier. Okay. Möge euch dieser Tag Freude machen. Müssen wir den Dreck aufheben? Nee, wir können das einfach so füllen. Oh, die wehren sich so ein bisschen, so wie es ausschaut. Müssen wir die jetzt tatsächlich töten? Ah nee, die können wir wegkicken. Das ist ja mal eine blöde Quest. Eieiei. So, kicken wir mal das Viech weg, dass es uns nicht stört. Ja, die wehren sich hier. Also ich... also ideentechnisch hat Blizzard echt was drauf. Das ist der Wahnsinn. Auf so einen Scheiß muss man erstmal kommen, dass man Murmeltiere wegkicken muss, dass die weit genug weg sind und wir hier ihren Bau verschließen können. Dass die uns hier dabei nicht stören. Das ist ja der Wahnsinn. So, kicken wir mal dieses Viech weg. Gut, da werden wir nicht gestört. Na, wie gesagt, also Blizzard hat auf jeden Fall sehr, sehr nette Ideen. Das wundert mich immer wieder aufs Neue. So, du gehst einmal weg, mein Freund. Und du gehst auch einmal weg. Muss man noch mal ein bisschen näher ran. Pam! Das ist ja fies. Das ist ja fies, Freunde. Aber trotzdem, wie gesagt, sehr, sehr nett gemacht. Ist mal was total Neues. Sowas habe ich ehrlich gesagt noch in keinem Spiel gesehen. Süß. Süß, auf jeden Fall. So. Die Löcher haben wir verstopft. Gestopft. Können wir die Quest abgeben? Hallo. Ich danke euch, gute Frau. Jetzt kann ich mich wieder meinen Pflichten widmen. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. Dann testen wir das Murmeltierchen mal aus. Plumpes Murmeltier. Oh, und das können wir auch wegkicken. Kick the Murmeltier. Erinnert so ein bisschen an South Park, wenn ich ehrlich sein soll. Packen wir das auch mal da oben in unseren Rucksack. Alles klar, dann heißt es jetzt runter an den Fluss gehen und die Ernte zurückholen. Hier sind allerdings wirklich überall diese Nervensägen. Den haben wir da. Sonnenlichtschwierling, okay. Schauen wir mal, was wir hier unten alles finden. Sehe ich jetzt... Ach so, hier hinten. Okidoki. Würde ich mal sagen, greifen wir mal ihn an. Und dann nehmen wir mal die beiden hier hinten auch mit. Dann haben wir nämlich vier Gegner. Die sollten jetzt aber hier langsam mal an... Oioioioioi, die kicken einen aber ordentlich rum. So, stunnen wir die mal ganz fix und dann machen wir hier mal ordentlichste Damage drauf. Dann können wir uns nämlich direkt wieder heilen. Alles klar. Das Blöde ist, dass die einen wirklich kicken. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Weil da kann ich natürlich auch gerade keinen Schaden drauf machen, wenn die uns kicken. Und wenn ich keinen Schaden machen kann, stirbt natürlich auch kein Gegner. Alter, bleib stehen! Eieieiei. So, wir haben irgendeine Karotte bekommen. Das ist eine Kochzutat, oder? Genau. Tun wir das mal auf Seite. So, dann sammeln wir mal die Wassermelonen ein. 5 Stück brauchen wir nur. Und die haben die hier irgendwie aufgespießt und benutzen die als Boote oder so? Vielleicht spielen die damit? Kann sein, ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ganz stark danach aus. Vielleicht machen die hier irgend so ein Wettrennen oder so. Tatsächlich, das sieht wirklich danach aus. Also die haben hier gestartet und lassen die mal auf die andere Seite vom Fluss segeln. Ja, es scheint auf jeden Fall ein sehr lustiges Spiel zu sein, aber wir möchten natürlich unsere Wassermelonen zurückhaben. Bringen wir die mal flott zurück. So, was haben wir da hinten? Was ist das? Geistereisenvorkommen, tatsächlich. Schauen wir mal, kommen wir hier vorbei. Ohne Kampf. Tatsächlich, wunderbar. Nehmen wir das mal und da geht's zurück auf den kleinen Bauernhof.
Dann geht's zurück auf den kleinen Bauernhof. Beziehungsweise gestohlene Rübe. Ach so, Rüben müssen wir uns auch noch besorgen. Ja, das sind jetzt gerade wieder so ein paar viele. Komm mal ran hier. Die Viecher sind ein bisschen nervig. Die Viecher sind auf jeden Fall ein bisschen nervig. Aber gut, das werden wir überstehen. Wir machen ja eh immer mehr Schaden. Von dem her sollten wir die eigentlich bald ziemlich flott kaputt bekommen. So, Melonen brauchen wir. Nee, Möhren. Gestohlene Rüben. Wo sind die denn? Sind die da drüben irgendwo? Warum sehe ich denn jetzt die Rüben nicht? Sind die unter Wasser? Komisch. Wo finde ich das Zeug denn jetzt? Gehen wir mal auf die andere, ans andere Ufer. Aber ich glaube nicht, dass da was ist. Vor allen Dingen, die sind schon wieder gespawnt hier hinten. Ich sehe hier aber keinerlei Rüben. Das sind alles Wassermelonen. Finde ich jetzt ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Wo gibt es denn die Rüben? Sind die hier in dem Bau drin, oder wie? Ah ja, das kann sein. Vielleicht haben die Rüben quasi tatsächlich zum Essen in den Bau runtergebracht. Dann klettern wir da mal ganz fix runter. So, bleibt mal stehen. Das Blöde ist halt wirklich, dass sie weglaufen. Weil das Problem dabei ist wirklich, die holen damit andere Gegner ran. Na, Wahnsinn! Gott, bist du nervig. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Machen wir mal ihn ganz schnell kaputt, dass wir hier uns heilen können. Bleib stehen. Wahnsinn. So, dann machen wir mal dich kaputt. Dann können wir uns direkt nochmal heilen. Eieiei, das sind wirklich... Ey. Also der Name, der passt mehr als perfekt zu den Viechern. Wahnsinn. Na gut, wobei die heißen hier eher Randalierer. Die anderen waren ja so Störenfriede oder was das war. Nervig. Auf jeden Fall sehr, sehr nervige Gegner. So, dann klettern wir mal hier in den... Ach nee, hier sind die Rüben. Muss man scheinbar kaputt machen. Freunde, ich check das nicht. Ehrlich, ich check das nicht. Ich hoffe jetzt mal, dass die Rüben hier drin irgendwo sind. Ah, tatsächlich, da hinten sind sie, gestohlene Rüben. So, einen haben wir getötet. Das Problem ist, die respawnen ziemlich schnell. Die respawnen ziemlich schnell. Kommst du mal ran? Wahrscheinlich holt er jetzt noch ein paar ran, oder? Nee. Können wir da einfach reinlaufen? Die scheinen uns nicht anzugreifen. Ah doch, jetzt greift er uns an. Okay. Ach Gottchen, bleib doch stehen. Eieiei, ganz ruhig, Sinan. Also, der Designer, der diese Viecher hier designt hatte, der hatte, glaube ich, ziemlich lange Probleme in seiner Beziehung oder mit seiner Frau. Das ist nervig. Das ist nervig, Freunde. Das ist nervig. Jetzt hoffen wir mal, dass wir das Zeug hier fix rausbekommen. 5 Stück. Wobei hier nur 4 sind. So, Nummer 4 und nehmen wir mal hier Nummer 5. Na gut, das ist, glaube ich, die falsche. Da haben wir eine. Wunderbar. Und dann hier schleunigst raus. Das ist ja nervig vom Feinsten, ey. Was hätten wir da hinten? Geistereisen vorkommen. Scheiß drauf, brauchen wir nicht. Wir brauchen schon Geistereisen. Machen wir den fix kaputt und dann sind wir hier ganz schnell wieder weg. So, fix aufmounten und dann ganz flott weg hier. Ach, Freunde, ich bin froh, dass wir jetzt hier gerade fertig sind. Ja, lauft uns hinterher, es interessiert mich nicht. Blöde Viecher, blöde Viecher. Oh, jetzt greifen uns die Kleinen auch noch an. Na, wie gesagt,
Da hatte jemand, glaube ich, schlechte Laune, als er die designt hat. Das ist so ein bisschen... Und der hat eine Melone auf dem Kopf. Eine Möhre. Eieieiei. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. So, weg mit euch. Unglaublich. Unglaublich. Willkommen. Wenn mein Vater sein Gemüse will, brauche ich eure Hilfe. Ja, bitte schön hier. Perfekt. Ang sieht sich die zerschrammten Rüben und die matschigen Wassermelonen an. Was haben sie denn bloß damit angestellt? Keine Ahnung, aber wir bekommen Handschuhe. Wunderbar. Praktisch perfekte Produkte. Bitte, Mary Lee, das wird meinem Vater gefallen. Danke nochmals für eure Hilfe mit den Schädlingen. Alles klar? Das heißt einmal zurück. Ja, sieht ganz danach aus. Schauen wir mal, dass wir hier möglichst ohne Kampf durchkommen. Ich glaube es zwar nicht, weil diese Raffzahnviecher, die sind schon echt nervig. Aber so richtig nervig. Ihr seid herzlichst willkommen. Rieche ich da etwa Rüben? Ja, bitteschön. Schau mal, wie lecker. Hoho, na so etwas sehe ich gerne. Fantastisches Fräulein Fanny. Der Großteil dieses Gemüses wird zwar verkauft, aber etwas davon möchte ich für meine Familie behalten. Insbesondere mein Neffe Liang braucht etwas zum Füttern seiner Schweine. Leider wimmelt es auf dem Weg zu Liangs Hof nur so vor Raffzahn-Schädling. Wir müssen Fräulein Fanny um Hilfe bitten. Bringt etwas von dem Essen, das wir gesammelt haben, zu Fräulein Fanny, die neben meinem Haus steht. Bittet sie dann nett darum, es zu Liangs Hof zu befördern. Mögt ihr eure Leidenschaften beherrschen lernen. Ich mag seine Stimme. Ich mag seine Stimme. So, Angstriesige Rose, was? What? Sollte die nicht hier irgendwo stehen? Die ist doch gar nicht hier. Komisch. Dann müssen das wohl wir erledigen. Nehmen wir mal hier so eine Möhre. So eine Rübe. Nehmen wir mal einen Tofu. Einzigartig. Und eine Melone. Wo haben wir denn die Katapulte? Bin ich gerade ein bisschen bescheuert? Ist das ein Katapult? Das ist ein Katapult, oder? Nee, das ist ein Drachenreiter. Wo? Müssen wir vielleicht ein Stockwerk nach oben? Nee, hier ist ein Schlafzimmer. Oh. Bringt Angst riesige rosa Rübe, Angst Wassermelone und da zu Fräulein Fanny und bittet sie darum, sie zu befördern. Das Essen muss zum Gehöft Donnerfuß gebracht werden. Die neben meinem Haus steht. Wo ist sie denn? Sag mal, bin ich blind oder ist... Also jetzt bin ich gerade wirklich ein klein bisschen überfragt. Oh, ich habe gerade Caps noch drin. Nee, die ist nicht hier. Die ist definitiv nicht hier. Wo ist die denn? Freunde, ich bin so ein bisschen überfragt. Was ist das denn? Ich sehe hier weder ein Katapult, noch sehe ich... Ach komm, fuck you, das ist doch kein Funny-Viech, ey, Wahnsinn. Okay, was soll Fräulein Funny mit der Rübe machen? Sehr vorsichtig katapultieren. Mal gucken, ob das hinhaut. Fräulein Funny, du bist ganz gewiss stärker. Versuche es doch das nächste Mal mit ein wenig mehr Ug. Okay, dann machen wir mal die Wassermelone, weil die kann, glaube ich, kaputt gehen dabei. Ja, tatsächlich. Sehr gut. Und was haben wir hier noch? Tofu können wir, glaube ich, mit maximaler Kraft katapultieren. Das ist ja so ein... Ja, tatsächlich. Das sieht gut aus. Ja, wunderbar. Dann müssen wir
die Möhre mit mittlerer Kraft katapultieren. Alter, das ist doch keine Funny. Ich dachte, wir suchen da irgend so ein Mädel oder so. Und dann kommt da irgend so ein, ja, Raptorviech, Reptilienviech. Keine Ahnung, was das hier darstellen soll. So, mit normaler Kraft katapultieren. Ja, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Wunderbar, dann haben wir die Quest erledigt. Was haben wir da hinten? Teepflanze. Okay, soll uns nicht interessieren. Die Quest haben wir erledigt. Dann müssen wir die tatsächlich da hinten abgeben. Okay, bevor wir dahinter laufen, würde ich gerne die Quest, die Folge beenden. Dann machen wir das einfach beim nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, abzüglich dieser blöden Viecher da hinten, die mich extrem genervt haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns morgen Abend um 18 Uhr wieder. Ciao.